So, einen schönen guten Morgen. Wie schon im Streamtitel zu sehen, ich bin heute Camless unterwegs. Das heißt, ja, ich habe gestern ein bisschen länger gemacht, beziehungsweise am Nachmittag nochmal geschlafen. Daher die Nacht auch recht unruhig und ja, ich schaue halt momentan nicht ganz so gut aus. Sag mal, warum bewegt sich der wieder nicht? Jetzt geht er. Ja, und aus dem Grunde, wie gesagt, momentan Camless, aber das soll uns mal nicht davon abhalten. Ich mache jetzt mal. Ich mache hier erstmal gar nichts. Jetzt weiter. Ich mache hier einfach mal ein paar Touren in Berlin. Spandau, warum? Ja, weil es halt geht. Falkensee. Ich schätze mal, dass jetzt wird hauptsächlich hier der Berufsverkehr in Berlin stattfinden. Das heißt, es wird ein wenig voller auf den Straßen. Na gut, 6:34 Uhr, Bergstraße, Bahnhof Falkensee. Nehme ich die. So. Guck mal, was so zur Verfügung steht an Bussen. Ja, eigentlich alles, was einem so Spaß macht hier drin. Wahrscheinlich wird's. Nein, 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 der ist doof. Der ist doof, der ist doof, der ist doof. Der hier ist das Massentransportmittel. 110 Personen. Ich war sowieso der Letzte. Sag mal, fährt denn irgendjemand anders noch außer mir? Wenn nein, warum nicht? Ist doch toll, das Ding. Steht Halle 3, Platz 4. Na gut. Dann. Attacke. Halle 3 ist für gewöhnlich 2 hinter Halle 1. Die sind hier ein bisschen eigentümlich aufgebaut. Das ist das, was ich hier überhaupt nicht so mag. Man muss laufen, 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 laufen. Und wenn wir nicht geschoben sind, dann laufen wir noch heute. Tü-tü-tü. Halle 3, Platz 4, da ist das gute Stück. Das ist ein Ding aus der MAN-Stadtbusfamilie. Wieder mal Frage nach Kollision. Nein, natürlich nicht, weil die KI in diesem Spiel nicht sonderlich ausgereift ist. Das bedeutet, die Autos fahren meistens ineinander und bei zwei Spuren stehen sie auch meistens stundenlang rum, ohne sich irgendwas bewegt. Und wenigstens da würde ich dann durchfahren können. Ansonsten probiere ich natürlich die Kollision so gut wie es geht zu beachten, auch dann, wenn ich sie ausgeschaltet habe. So, fangen wir an. Ist ein bisschen leise hier, ne? Ja, schauen wir erst einmal, wenn es losgeht. Wenn es dann noch immer noch leise ist, dann kann ich mal einspielen lassen. Was? Das OMSI-Plugin konnte nicht aktualisiert werden. Bitte, was? Wieso konnte das nicht aktualisiert werden? Was zur Hölle? OMSI Navigation gibt's nicht. Hatte ich es denn drauf gespielt? War, glaube ich, auf E. Auf E, Moment, Jungs, sorry, wenn das ein wenig sich hinzieht jetzt gerade. Steam Library, Tablet, bla blub. Steam Library, da haben wir es. Steam Apps kommen. OMSI 2. Und da sollte es doch eigentlich die OMSI Navigation drin geben, oder? Nee, tut's nicht. Na super, warum tut es das nicht? Jungs, das wird jetzt langsam ziemlich eng hier. Egal, also machen wir hier ne. Ansonsten fahren wir halt ohne Navi.
lustige große Zeichen, die man sich einblenden lassen kann, kann man auch prima ohne Navigationsgerät fahren. Ist nur ein bisschen lästiger. Aber ich habe jetzt eine Schicht angenommen, die halt ungefähr um 34 beginnt. Die würde ich halt schon gerne losfahren. Weil Verspätung ist halt ziemlich suboptimal, besonders gleich, besonders noch bevor wir losgefahren sind. Das schafft zwar die Bahn bei uns in die Ecke, aber das ist eher doof. Heid wäre noch super, wenn was passieren würde. Na, passiert oder was? Jetzt passiert da was. Und warum das Navi nicht geht, werde ich mich nachher mal drum kümmern. So, also. Ich soll erstmal sagen, Saft an. Bei 137 Montag bis Freitag 9. Das heißt, die Linie 137, Montag bis Freitag 8, 9. Okay. Ja, hier sitzt ein anderes Auto, das weiß ich. Dann hätte ich gerne, ich fahre hier in Haneberg los, Richtung Bahnhof Falkensee. Was haben wir denn da? Bahnhof Falkensee von Haneberg, Route 2, 137, 00. Und die Taste 6, damit haben wir Licht. Linie 137, 00. Route 02. 120 die. Ja, 6 Minuten habe ich noch, ne? Machen wir jetzt mal Motor an. Gehen wir erstmal auf D. Machen wir erstmal hinten das Licht an, dann machen wir vorne das Licht an. Dann stellen wir hier oben aber die Heizung ein bisschen an, sonst fangen die gleich wieder an zu quengeln. Mimimi, ist so kalt und so weiter. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ich hoffe, das ist so richtig. Ich habe das nie so richtig begriffen. Dann ganz wichtig, die Türsteuerung hätte ich gerne vollautomatische Türen. So, und dann könnten wir theoretisch losfahren. Ach nein, noch nicht ganz. Navi geht nicht, also bitte große Symbole über der Rübe. Mal schauen, ob wir uns diesmal verfahren. Das ist der Bus, mit dem wir fahren werden. In 5 Minuten geht's los. Also stellen wir nochmal alles ein. Zwei Blicke nach rechts, dann hätte ich gerne den Blick auf meine Gerätschaft hier. Ein Blick nach links, dann sollte ich in den Seitenspiegel reinschauen können. Ach, vielleicht sollten wir hier drin das Licht auch mal da ausmachen, das wäre vielleicht gar nicht so unprickelnd. Ja, und dann ist der Bus theoretisch abfahrbereit, ne? Ja, und jetzt können wir uns eigentlich nur um Sound kümmern. Auch leider, wenn die Dingens hier gerade nicht funktioniert, das Navi. Wir werden nachher nochmal das Spiel beenden und nochmal neu starten. Und dann schauen wir mal, ob das Navi danach funktioniert. Weil wäre halt schon besser, wenn. Da haben wir Rock. Ach ja. So. Und wollen wir noch so ein Stück einen Meter vorfahren, ne? Die nämlich wirklich besser nein. Oh, es nieselt in Berlin, das ist doof, blödes Wetter.
Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ein Fahrschein. Ein Fahrschein, 3,50, 4, 5, 10. Morgen. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, 3,50. Danach muss man Leitbord noch dringend erlauben, dass Brezel links senden darf. Das machen wir auch mal, während wir hier stehen. Wir haben ja noch 2 Minuten, bis wir abfahren dürfen. Hallo Nightbot. Die Spam Protection wird angepasst. Bitte die Links Optionen. Prezel Rocks gibt es wieder nicht drin, verdammt. Was hat er denn geschickt, der Prezel Rocks? Achso, vielleicht soll ich Prezel Rocks erlauben. Sollte ich eventuell auch noch den Timeout. So, damit sie die beiden hoffentlich nicht mehr in die Haare kriegen. Ich hoffe doch mal, der hat nur Prezel Rocks geschickt. Lockfile, guck mal rüber kurz. 1,2 Minuten noch. Ah, Prezel.io ist das, okay. Links werden ab sofort erlaubt auf Brezel.io. Okay, sorry Brezel, sollte nicht mehr passieren. Ach, vielleicht sollte ich hier nochmal ganz dringend, bevor wir jetzt losfahren, die Scheibenwischer auf Intervall stellen. Na, 1,2 ist das, glaube ich. Nicht. Na gut, wir haben 0,3. Sicher, jetzt hören wir noch kurz auf. Dann müssen wir halt mit Dauerbeschallung hier machen. Na gut. Machen wir das wieder aus. Machen wir das wieder zu, machen wir das hier aus, lehnen uns zurück und fahren mal los. Und am Ziel schauen wir danach, warum dieses dumme Navi nicht funktioniert. Benitzer Weg. Das Rauschen, das ist wirklich. Ist das in dem Musikrechner? Nein. Das ist ein Omsi. So raucht, sag mal. Ein sehr, sehr störendes Geräusch, du.
Guten Morgen. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, macht 3,50, 4, 5, nach 1,50. Hallo. Eine Frage, aber bitte. Macht 3,50, 4, 5. Dankeschön. Ach, das sind die Scheibenwische, die so fürchterliches Geräusch machen, okay. Na gut, dann bleiben die jetzt aus Gründen bis zum nächsten Mal hier ausgeschaltet. Heerstraße 438 bis 446. Das ist immer noch da, dieses Geräusch. Was ist das denn für ein Geräusch, sag mal? Guten Tag. Okay, wenn das nicht die Scheibenwische sind, dann können wir sie wieder anschalten, ne? Also werden wir jetzt zwei Sachen machen, wenn wir angekommen sind. Erstens, ich werde mich um einen neuen Bus bemühen. Und dass die hier wahrscheinlich die Werkstatt werden, sag mal. Das Geräusch, das ist ja eklig. Und unbedingt mein Update von dem Navi fahren, weil mein Navi hätte ich schon gerne hier. Das wäre schon super. Heerstraße, Sandstraße. Da muss man, glaube ich, links abbiegen, weil das. Da war gerade eben der Starnkasten. Für den Satz teure Fotos für viel zu wenig, für viel zu viel Geld in viel zu schlechter Qualität.
Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Wohin? 3,50, 4, 5, 10. Hallo. Hallo. Ja, kurz zu, Junge. Die Ecken hier, die sind eklig. Der wartet Freund dir ab oder auch nicht. Ja, genau. Das geht halt wieder nun für, ne? Da der Obstallee. Leubnitzer Weg. Hallo. Lutener Straße. Neben der Lutherner Straße? Na gut, dann nicht. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler, 2,30, 2,40, 2,50, 3,10. Danke. Ich hätte gerne Tageskarte. Noch 13, 15. Siegstraße. Das soll wahrscheinlich das Regenwasser sein, das da im Hintergrund getauscht. Das ist komisches Regenwasser haben wir hier in Berlin da.
Tag. Halbe Minute Verfrühung. Oh, und ich sehe gerade, mein Flux ist noch an. Das sollte ich natürlich ausmachen. Wo ist denn das von unten? Da ist Flux. Beenden. Schon haben wir alle ein schöneres Bild. Flux ist ein Programm, das mir die Rot- und Blautöne ein bisschen rausnimmt, um damit Sonnenauf- und Untergänge zu simulieren. Das entspannt die Augen mehr, bevor man ins Bett geht. Ziegelhof. Minus 0,7, ja, die warten auch noch die paar Minuten. Minute, Singular. Eine. Ups. Na gut, das ist ein bisschen eng noch. Jetzt, wenn die Möglichkeit hat, Ding hier auf Intervall zu schalten, das wäre halt eine Buchtür. Ja. Geht's noch? Ja, geht's noch, Jung? Ein Lenker mal sie selbstständig, was soll denn der Scheiß? Scheint es zu haben. Ja, genau, das ist die Intervallschaltung. Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße. Nee, da hat ihn an. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. 3,50, 4,5. Guten Morgen. Eine Fahrkarte, bitte. 3,50. Ups, das war falsch. 3,50, 4,5, 10. Guten Morgen. Hallo. Sonst hätte sich wahrscheinlich gleich wieder beschwert. Geht's mit ein bisschen kleiner, hätten sie es nicht hingekriegt. Ja, doch, hätten sie. U-Bahnhof Rathaus Spandau.
Wie gesagt, danach müssen wir ganz kurz unterbrechen das Ganze, weil ich habe kein Navi, das ist was, was mich anpasst. Und dann muss ich gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Und so ein Navi, das wäre schon recht hilfreich. Hoppala, der Demognos. Au. Ja, morgen du. Ups, ich nehme wieder jeden Randstein mit, ne? Moin Benedikt, grüß dich. Wie, ihr wollt keinen Fahrschein? Jo, danke für den Follow. Ah, na, moin, stopp, da war da. Nicht für den Follow, für den Host. Hoppala, und fast wieder den nächsten reingefahren. Ich habe so eine schöne Statistik hier, die möchte ich nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Ich habe gerade noch ein kleines Problem. Ich habe irgendwie kein Navi. Das ist ein bisschen suboptimal. Deswegen starte ich danach mit der Anwendung neu. Und hoffe, dass sich damit dann erledigt hat. Und halt. Einmal Kurzstrecke. Einmal Kurzstrecke, 230. Und danke für den Follow. So, was haben wir? 2230, 240, 250, 3, ne? Ups, 4. 4? Nochmal. 230, 240, 250, 3, 4. Jetzt haben wir es. Ja, wie gesagt, danke fürs Hosten und danke fürs Folgen. So. Jetzt ist es ein bisschen umständlicher hier. Denn da vorne ist der Kreisel. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da rum muss. Ich hoffe, ich musste die erste raus. Und ich hoffe, man hört mich überhaupt. Also könnt ihr mal hier mein Mikro noch ein bisschen lauter drehen? Die Musik ein bisschen leiser. Hast du gerade selber gestreamt, Benedikt? Oder einfach nur mich bei dir gehostet, weil das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass dein Host reinkam und sehe auch irgendwie nicht wirklich, ob da oder wie viele Leute da jetzt zuschauen würden. Au! Boah, das Pferd, ja Leute, das ist ja unglaublich. Ja, der Pferd, ja, das ist ja unglaublich. Ne? Ja, ja, aber Fahrschein gewonnen, ne? Nein, streng genommen mit dem Fahrschein nicht gewonnen. Streng genommen mit dem Fahrschein der Fahrschule gemacht. Und streng genommen fährt sich ein richtiger so ein bisschen anders. Aber ist jetzt wurscht. Nee, die Station hier will ich nicht. Nehmen wir die. Hallo. Wie? Wieder kein Fahrschein. Na gut, dann machen wir einen U-Turn.
U-Bahnhof Altstadt Spandau. Ja, jetzt entweder fahren oder nicht fahren, aber so wie der jetzt fährt, so komme ich nicht rum. Jetzt komme ich rum. Ich weiß, das blockiere ich gerade die ganze Kreuzung, ne? Ich fahre Gelenkbus. Ups. Ja, aber wenn ich nicht reingelassen werde, was soll ich machen? So, jetzt fahren wir. Ups, das war noch nicht. Halten Sie Ihr Platz. Dann zurück. Einen normalen Fahrschein, bitte. Mach 2,30, 2,40, 2,50, 3, 15. Na, was ruckelt denn der Bus wieder? Das sollte eigentlich nicht tun. Hallo, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. 2,50, 4, 5, 10. Flankenschanze. Guten Tag. Hallo. Für Strecke 2,30, 2,40, 2,50, 3,5. Bitte schön, die Dame. Ja, der wartet, das ist nett von ihm. Na, also, sollte ich auch die Haltestellenbremse wieder rausnehmen. Deshalb würde die Sache beim Abfahren erheblich erleichtern. Askania-Ring.
Jetzt stehen wir wieder da. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. 3, 50, 4, 5, 10, wenn es mal klicken würde. Morgen. Morgen. Ich hätte gerne einen Kurzschrecken. 2,30, 2,40, 2,50, 3, 4. Ja, diesmal leider schon. Die Minimap ist mir vorhin scheinbar abgestürzt. Er hat sich beschwert, dass er kein Update fahren konnte von dem Ding. Seitdem, ja, aber da war es halt jetzt leider schon zu spät. Die Route begann um 6.34 Uhr. Und ja, um 6.30 Uhr hat er sich beschwert, dass das Ding nicht geladen werden konnte. Da dachte ich mir, na gut, fährst du halt momentan ohne. Und hoffe, dass du einen Weg findest. Ja, deswegen... Lasst uns überraschen, ob ich richtig ankomme. Und danach starte ich die Anwendung neu. Eine Kurzstrecke, mal schauen, ob das funktioniert dann. 2,30, 2,40, 2,50, 3, 5, 10. Guten Morgen. Ja, und natürlich, sorry. Moin, moin erstmal natürlich. Klar. Ja, Kalender schon geöffnet, leider ohne Erfolg. Ich hätte gerne eine Tageskarte. War nix. Schade. 13, 15. Guten Tag. Ja, bitte. Falkenseer Chaussee. Zeppelinstraße. Das ist schade. Das ist schlecht. Eventuell mal irgendwie nachfragen. Die haben da doch auch solche Admins, bei denen man sich zum Beispiel melden kann, wenn man das Zeug, was da drin war, schon hat. Vielleicht können die da irgendwas helfen. Ist natürlich ärgerlich, wenn man da was... aussieht beim Kalender, was danach nicht ankommt. Siegener Straße. Das heißt, hiernach dürft ihr nach dieser Runde erstmal meinen Desktop bewundern. Da wirst du wohl fahren.
wieder ein Zeug an die NPCs oder die KI. Mülheimer Straße. Moon. Das ist wieder KI-Look, die da vorne vom Feinsten. Sie stehen links und rechts und warten auf schönes Wetter, die hinter mir übrigens auch. Ich fahre prinzipiell, würde ich auch im Winter fahren. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert und die Leute, mit denen ich ja sonst in der BBS zusammenfahre und auch im Discord bin bei denen, die haben gesagt, es wird sehr, sehr instabil, wenn man den Schneefall einschaltet. Bei denen ist sehr, sehr häufig der Omsi einfach kurzerhand abgestürzt. Aber prinzipiell würde ich auch... Oh, herrje. Ach herrje, sie fahren wieder ineinander, die Autos. Was wollte ich sagen, genau. Bei denen ist der Omsi relativ häufig abgestürzt, wenn es Schneefall war. Kannst du gerne mal probieren. Ich schaue auch mal irgendwie, wie ich das Ding einstelle. Keine Garantie, dass mir dann nie auch um die Ohren fliegt, ne? Ups, ja. Bärwinkel. Disconnected. Hoppla. Mit einem Disconnected bin ich wohl aus meinem eigenen Dienst wieder ausgeflogen. Eine Frechheit, wer macht denn sowas? Na, ist aber auch was, worum ich mich gerade nicht kümmern kann. Am Bogen. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße.
Und hier fahren sie wieder ineinander, die Autos. So, für richtig artige Bugs. Lololo. Ja, fahren wir echt Option, ne? Genau, und reinfahren vor allem auch, ne? Das ist übrigens der Grund, warum ich auch noch die Quali ausgestaltet habe. Haha, lächerlich, der Bus bremst schon, ne? Naja, ist klar. Altenseer Chaussee, Holzstraße. Ja genau, wir fahren einfach mal durch die Fußgänger durch, das wird schon hinhauen. Reißverschluss ist wie immer ein völliges Fremdwort. Aber das ist ja normal in Deutschland, denke ich, ne? In Deutschland bevorzugen wir den Klettverschluss statt dem Reißverschluss. So schauen die Autos so aus, wenn sie ineinander fahren. Eine Tageskarte willst du haben, okay. Was denn? 14 ist sie gezahlt, 13 kostet's. Klingt da nicht verrückt. Ah. Danke schön. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. 2,30, 2,40, 2,50. Gerne. Guten Morgen. Ja, das ist noch so ein unlösbares Geheimnis, ne? Warum kommt, wenn ich auf 20 Cent drauf drücke, ein 50 Pfennigstück raus? Und warum zum Henker bin ich überhaupt noch in D-Mark? Okay, die Karte ist von 94, aber irgendwie ist mein Münzwechsler da auf. Mein Münzwechsler ist irgendwie auf Euro, die Preise in D-Mark und ja, alles ein bisschen verloren. Falkensee, Hamburger Straße. Oh, die 3 Minuten sind erreicht. Das heißt, ab sofort gibt es wieder blöde Kommentare wegen zu spätem Ankommen.
Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Hallo. 50, 4, 5. Ein Fahrschein bitte. 50, 4, 5, 10. Eine Fahrkarte bitte. 50, 4, 5, 10. Falkensee, Humboldt-Allee. Ja, so Jungs, aber der Busstieg ist ein bisschen zu klein für mich. Ich bin zu groß oder irgendwie sowas. Na doch nicht. Falkensee, Kölner Straße. Jetzt kommt gleich erstmal wieder die Stelle mit den Satz teuren Fotos in schlechter Qualität, um genau zu sein, da. Ja, es wäre dann vorbei, da kann ich drauf gehen, oder? Und hoffe, dass sie nicht noch einen aufgestellt haben hier. Na, kommt ihr näher? Bitte näher. Ja, fahren wäre eine super Option. Oder rein, das wäre eine super Option. Man sieht dagegen gegen den Verkehr doch, dass sich hier staut. Aber jetzt kann sie fahren. Komm, die Lücke ist groß genug. Nein, natürlich will er nicht fahren. Jetzt, ja, super. Kann er sich nicht richtig entscheiden, ob er fahren will oder nicht. Ja, genau. Vorfahrtregeln, ach, scheiß drauf. Guten Tag. Guten Tag. Freundlichkeit steht auch nicht auf seinem Reisepass. Rathaus.
Ja, ich weiß. Ich hätte jetzt eigentlich theoretisch durch die Autos durchfahren können. Kolli ist ja aus, aber... Ja, wie gesagt, wenn das nicht sein muss, dann tue ich das nicht. Deswegen habe ich auch bei den Fußgängern vorhin gebremst. Obwohl ich ja streng genommen vom Spiel her nicht brauchen würde. Ist auch besser. Hier kommt meine absolute Lieblingskreuzung im Spiel. Die Ironie und Zynismus findet darf ihn behalten. Das liegt daran, weil in dieser Kreuzung die KI insbesondere, also speziell, irgendwie nicht wirklich weiß, was sie tut. Vor mir steht eine Reihe Autos, die blinken rechts. Rein theoretisch sage ich jetzt, ja, das fährt halt nach rechts. Ja, du hast Vorfahrt. Wenn du nach rechts fahren willst, dann fahr nach rechts. Na komm, bieg schon ab, du darfst vor mir fahren. Nö, der steht da rum wie 10 Meter Feldweg. Ja, und jetzt kommt er auf mich zu, ganz genau. Du weißt, so leicht rechts-links-Schwäche auch der? Das Sinn ist halt genau, das ist, sind solche Sachen. Wenn man rechts blinkt, dann sollte man halt auch rechts fahren. Das fände ich so ganz toll. Guten Tag. Morgen. Hallo. Immer normal. 3,50, 4, 5, 10. Danke. Eine Fahrkarte bitte. 3,50, 4, 5. Einmal normal. Einmal normal. 3,50, 4, 5. Guten Morgen. Den ersten blöden Kommentar habe ich schon wieder. Können Sie nicht mal pünktlich kommen? Nee, geht gerade nicht. Degefelder Straße. Ja, auch wieder ein paar blöde Kommentare da an der Haltestelle. Können Sie nicht mehr pünktlich kommen? Ist auch viel zu spät. Wieso kommen Sie jetzt erst? Na, wo bleiben Sie? Dann kommen, gib's mir. Sie kommen auch jedes Mal zu morgen. Ja, Sie kommen auch jedes Mal zu spät. Guck mal in meine Personalakte, du Seppel. Ja, Bahnhof Falkensee und alle seid beschwert, hat da dann wieder Stelle. Raus. Ja. Bitte aussteigen. Und abgesehen, Bahnhof Falkensee ist die nächste. Wenn du so eilig hast, kannst du ja laufen, junger Mann. Die schärfsten sind übrigens immer die, die hier mit dem T-Shirt reinkommen und erstmal sich beschweren, ja, das ist aber kalt hier im Bus. Erster Gedanke, ja, da gibt es so Mittel dagegen, nennt sich Stoff. Schon mal gehört? Einfach mal anziehen, hilft mit Wunder. Aber nee.
Der blinkt dafür links diesmal, rechts blinkt er und fährt dabei weder links noch rechts. Ja, das ist auch so. Die NPCs und die Blinker, ne? Und alles raus hier. Genau, sehr geehrte Damen und Herren, es kommt zu einer Verzögerung im Betriebsablauf. Aufgrund einer Verzögerung im Betriebsablauf. Die letzten paar Stationen waren zu spät, das weiß ich auch. Jeder Speicher ist drin. Motor ist aus. Fahrt wird abgeschlossen. Man sieht, ich bin nicht immer zu spät. Ja, klappt. Steht, wackelt, hat Luft. Zurück ins Büro und den Busbetriebssimulator bitte beenden. Und damit gehe ich mal ganz kurz auf den Warteschirm. Das heißt, ich bin gleich wieder da. So, dann gucken wir nochmal. Vielleicht funktioniert es jetzt. Nochmal den Busbetriebssimulator bitte starten. Den Launcher, ja, natürlich. Und das Ganze wieder auf. Ja, die Verkehr und Wasser GmbH, VWG. Also die Sache, über den liegt jetzt gerade ein. Kann das sein? Der jammert mir denn hier die Ohren voll. The Best of Us by Miracle of Sound. Ah ja, gib mir den nächsten. So, wollen wir schauen, ob jetzt die Karte funktioniert, oder? Rückweg vom Bahnhof. Nein, nicht vom Bahnhof. Die Linie 137. Heute nicht. Nanu, Bergstraße, Breutstraße. Ist das 137, aber doch irgendwie nicht das, was ich gedacht habe. Ich dachte doch eigentlich, der fährt jetzt auch noch vom... Wie heißt das? Vom Bahnhof da vorne, vom Dienst, vom... sag schon. Irgendwie nein. Falkensee. Vom Bahnhof Falkensee los. Ach, man hatte mir gesagt, ich soll mal nachgucken, was hier für Bonustouren hier rumfahren. Aber für Spandau, ja, eine Welt, ne? Um 12.20 Uhr, was ja um 12.20 Uhr noch senkrecht steht. Und sowas von K.O. momentan.
Da ich mir nicht sicher bin, ob ich dann überhaupt noch geradeaus laufen kann, lasse ich die besser. Also Bergstraße, Vollstraße, 7.44 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, schaut das ganz nach der Linie meines Vertrauens aus. Mal schauen, was hinhaut. Aber die fahre ich übrigens nur mit Navi. Wenn das Navi nicht zur Verfügung steht, dann bin ich da heute mal nicht dabei. Dann brauche ich den Stadtbus lang, immerhin. 78 Personen, das war ja, genau, das war der Halle 1, Bus Nummer 7, Halle 1, Bus 7. Da gehen halt nicht so viele Leute auf Armelei. Aber was willst du machen? Nee, das war Halle 8. Halle 1 plus 7 wird er, ne? Halle 1 plus 5 ist 7. Ein Traum in dunkelgrün, meine Damen und Herren. Ja. Würde ich sagen, ich war auch hier wieder der Letzte, der gefahren hat. Sag mal, gibt es denn noch andere Leute, die fahren? Außer mir? Wieder nein. Reales Wetter gibt es auch noch viel. Ah, es gibt auch noch Winter hier. Ja, bin ich mir jetzt eher unsicher momentan. Bin ich mir unsicher. Ach, der Mensch, der vorhin da war, der mich gefragt hat nach Winter. Ach, der ist jetzt gar nicht mehr hier. Ja, okay, na dann fahre ich normal. Dann fahre ich mit dem realen Wetter. So, ändere nicht die Fahrkarte, oder Fahrkarte, nicht die Fahrkarte, ja, vielen Dank, Henrik, nicht die Fahrkarte ändern. Und schon wieder, der Omsi-Plugin konnte nie aktualisiert werden, what the fuck, bitte schließe Omsi und starte Omni-Navigation, okay. Schließe Omsi. Omsi schließen. Omsi schließen. Programm schließen. Okay. Omsi nah. Nein, gibt's nicht. Omsi nah. Gibt's auch nicht. Dann suche ich mal kurz. Einen Moment. Bin gleich wieder da. Be right back. Moment. Bin gleich wieder da.
So, probieren wir das Ganze noch einmal. Sorry für die kurze Wartezeit. Ja. Ich habe das Ding jetzt händisch gefunden. Also, es war hier auf Platte. Wo auch sonst. Genau, hier war das. Und ich habe das Ding geupdatet. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. So, wir hatten hier einen Bus. Das war, glaube ich, in Halle 1, Nummer 4. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Fuhrpark Halle 1, Nummer 7 war das. Der Stadtbus lang. Und ich hoffe, ich komme jetzt noch rechtzeitig zu meiner Fahrt hin. Der grüne, genau, da ist er. So, mit dem würde ich jetzt gern fahren. Es ist noch keine Schicht aktiviert. Doch, habe ich gerade eben gemacht. Genervt sei. Ich habe doch gerade eben eine Schicht aktiviert. Vorhin, als ich drin war. Das Ding gibt's hier auch als Beweis im Stream. Sag mal, wo ist denn der Teil jetzt? Doch, da wo die Bahnsteine. Also, schauen wir nochmal. Die Fahrt ist... Ah ne, da drin finde ich den natürlich nicht, ne? Hier finde ich den. Was heißt hier absagen? Ja, ich möchte die gerne fahren. 7.44 Uhr, das wird sehr knapp. Nein, weißt, ich wähle mir die aus, damit ich die bloß nicht fahren brauche. Meine Güte, Jungs. Ist klar, ne? Aber jetzt mit dem Bus fahren. Auf der Stelle, Avanti. Sonst wäre die Granti. Was war das denn? Ach, die Kiste vom Wasser. Einmal Musik hier. Musik. Ja, zumindest nennt man sowas. Gibt das schon mal gleich am Anfang so ein paar Minuten Verspätung, ne? Super Idee doch. Montag bis Freitag 3. Ah, so stellen wir es ein. 137. Montag bis Freitag 3. Okay. Wohin fahren wir? Von wo nach wo? Jetzt haben wir einen Dienstplan. Von Bergstraße nach Freudstraße. Hanebert nach Freudstraße, also Route 26, 13700, Route 26. Also. Linie Kurs. 37.00, Route 26. Jetzt sollte hier irgendwie alles geklärt sein. Motor bitte. Sicherungsdruck aufbauen. Türsteuerung auf automatische Türen. Licht anschalten. Licht im Bus anschalten, D-Gang einlegen, warten, dass der Sicherungsdruck ist, minus 51 Minuten. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Fahrplan anzeigen. 8.40 Uhr ist ab. Wieso ist denn 7.40 Uhr eingestellt? What the fuck? 7.44 Uhr ist aber eine Abfahrt. 137 Montag bis Freitag 3. 137 Montag bis Freitag 3.
137. Montag bis Freitag 3, da haben wir es. Immer noch. Was zum Zeiger soll das denn? Ich bin 4 Minuten Überzeit, Jungs. Hä? Kann mir das mal einer erklären, bitte? Da ist 48 Abfahrt. Stimmt mir nach meinem Dienstplanet. Also nochmal von Haneberg bin ich hier. Ne? Ich bin hier in Haneberg, oder? Schauen wir nochmal nach. Von der Bergstraße zur Freudstraße soll ich fahren. Dann schauen wir mal nach. Von der Bergstraße haben wir nicht. Das ist schlecht. Und doch Linie 137 geht hier, ist bloß, stimmt. Bergstraße haben wir nicht, Jungs. Also, ja, so kann ich die nicht fahren, ne? Ja, wenn die halt nicht da ist. Und der andere mir sagt, dass ich eine Stunde warten soll, also so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, ne? Na gut, dann suchen wir uns eine neue Route. Und brechen die alte ab. Geht ja offensichtlich nicht anders. Absagen. Ja, es ist nicht möglich, sorry. Ich warte doch hier jetzt nicht eine Stunde, bis ich drankomme, du. So ganz doof bin ich auch wieder nicht. U-Bahn Ruhleben, mag ich nicht. Zu kurz. Falkensee Bergstraße, 8:01, nehmen wir den. Also, wer neues? So, ich würde gerne vom Bahnhof Falkensee zur... Ja, wohin endlich? Wohin würde ich endlich gerne? Ja, dann lass mich das Menü öffnen, guter Mann. Wenn das natürlich nicht geht, dann sehe ich hier wieder ein Problem, Jungs. Montag bis Freitag 11. Rein theoretisch eine super Idee. Wenn das Menü hier oben jetzt aufgehen würde, das fände ich so richtig toll. Menü, hallo. Ah, jetzt geht's. So, ich fahre vom Bahnhof Falkensee nach... Ja, wohin eigentlich? Dienstplan?
vom Bahnhof Falkensee nach Berg zur Bergstraße. Spandau. Bahnhof Falkensee, Reimerweg? Nein. Haneberg? Jein, ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob Haneberg oder Reimerweg. Bergstraße. Bahnhof Falkensee. Reimerweg oder Haneberg. Haneberg war stark, ne? Na gut, dann hoffen wir einfach mal, dass das die Bahnhof Falkensee zum Reimerweg ist. Nummer 27. Ja, 27 ist falsch. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert so. Doch, nee, Haneberg, sorry. Doch, Route 1. Lass mir erstmal Druck aufbauen. Türsteuerung bitte wieder auf Automatik. Das Ding auf Intervall. Licht im Bus an. 2x rechts. Auf meinen Fahrkartenverkauf. Würde ich sagen, haben wir kurz bevor wir losfahren. Nochmal einen kurzen Blick nach draußen. Schaut soweit prima aus. Und dann würde ich sagen, packen wir's. Noch ist hier keiner drin, den stört, wie ich fahre. Genau, und jetzt kommt halt einer, ne? Und wir bleiben natürlich auch nicht stehen, damit der Bus ja nicht rumkommt. Das sind wieder solche Sachen, weswegen ich die Kolli aus habe. Weil sie die Autofahrer halt einfach scheiß um den ÖPNV scheren. Also. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? Ihr wisst doch, wo ich halte. Einmal normal, bitte. 2,50. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. 2,50. 4,5. Eine Fahrkarte, bitte. 2,50. 4,5. Dankeschön. Ja, eine junge Dame. Ach ja, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen einheizen.
Vielleicht sollt ihr auch mal die solche wieder einschalten. Vielleicht sollt ihr auch mal das Ding hier unten ausführen lassen. Und vielleicht sollt ihr erstmal die Tür zu machen. Ja, meine Herren, setzen Sie doch einfach. So, genug Plätze frei hier. Und fangen wir an. Falkensee, Segefelder Straße. Bitte was? Ach so, ja, doch, genau. Das ist die nächste, stimmt. Mein Fehler, ich weiß. Da haben wir den Blitzer. So, kommen Sie ran, junge Leute. Kurzstrecke für Schüler, bitte. 1,80, 1,90, 2, 3, 5. Ich sehe gerade, der Regen hat aufgehört. Machen wir gleich beim Rathaus dann.
Hier steht dann Tuk-Tuk. Falkensee, Kölner Straße. Und da ist der nächste Blitzer. Der Start hier scheint wieder richtig pleite zu sein. Doch. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte macht 13. Guten Tag. Moin.
Falkensee, Hamburger Straße. Hallo. Halten Sie Siedler-Eck. Hallo. Falkenseer Chaussee, Goldstraße. So, hier sind wir um Bodenunebenheiten. Da ist die Geschwindigkeit auf 30 reduziert. Und die Zeit lässt sich auch noch zu. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. Und wir stehen hier einfach nur rum und gucken doof. Ja, genau. Fahren Sie nur, die zwei großen Lichter, die gehören bestimmt eine Menge und keinem Bus. Hallo. Ja, noch ein Stück Wasser trinken. Bogen.
einmal normal, bitte. 3,50, 4,5. Danke schön. Dann muss der Typ auch bitte sein. Einmal normal. 3,50, 4,5. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein, bitte. Und das Ganze nochmal. 3,50, 4,5. Gerne. Ja, der Bus steht auch akzeptabel. Da hat mein Fahrlehrer immer besonderen Wert drauf gelegt. Und da hatte er auch recht mit. Fahrschein, bitte. Hallo. Guten Tag. Wasserwerkstatt. Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte, grüße. Die wollen, werden doch wohl nicht liegen, oder? Nee, Gott sei Dank, ich dachte gerade. Ein Zug versaut mir nämlich ganzen Fahrplan. Wiegener Straße. Morgen. Wie, ihr wollt nicht rein? Na gut, wenn du das schon.
Halten Sie auf Chaussee Zeppelinstraße. Also Mittelspur stehen sie, dann weichen wir natürlich direkt aus. Hallo. Einen normalen Fahrschein bitte. 50, 4, 5. Zweibrücker Straße. Da ist ja keiner. Hohenzollern. Guten Morgen. Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke 2:30, 2:40, 2:50, 2:50. Einmal Kurzstrecke bitte. Nochmal 2:30, 40, 50, 2:50. Eine Kurzstrecke. Na, sag mal. Ist da irgendwas Besonderes in 2 oder 3 Haltestellen? Fahrschein bitte. 50. Ja, was? Thank you.
Halten Sie am Platz. So, und hier muss ich jetzt weiter raus. Bahnhof Altstadt Spandau. Jetzt nervt sie drüben wieder. Klingt leider nicht alles so gut, was hier an Musik reinkommt, aber dafür ist es wenigstens GEMA-frei. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Der lost mir durch, das bin ich nicht von ihm. Dann muss ich jetzt auch mal auf. Jetzt muss ich wieder die dritte Spur nehmen. Denn wir wollen die übernächste erst raus. Ach so, das hier ist die dritte. Okay. Argument. Moritzstraße. Ja, nicht ganz in meiner Spur. Da hätte mein Fahrlehrer schon wieder gemeckert.
Bleib an deiner Spur, Henrik. Ich höre ihn schon, den Fritz. Du denn da? Sag mal, Junge, wie wär's mit Fahren? Oder mit beiden Spuren nutzen oder irgendwie sowas. Das wäre eine feine Sache. Wie wär's das mal? Eine Fahrkarte bitte. 3,50. Hier. Einen normalen Fahrschein bitte. Nummer 3,50. Der lässt mich. Nein, das ist nicht von ihm. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Wir brauchen nicht zu laufen, Jungs. Wir haben eine Haltestelle. Und da halte ich auch ab und zu. Tag. Ein normaler Fahrschein. Hallo. Noch 2,30, 2,40, 2,50, 3. Dankeschön. Guten Morgen. Morgen. Ich hätte eine normale Fahrkarte. 2,50, 2,40. 5, 14. Schön. Tag. Brunsbütteler Damm, Wohlebener Straße. Hallo. Einmal normal bitte. 3,545. Danke. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke macht 1,80. 92. 3,15. Einen normalen Fahrschein. 3,50. 4,50. Danke. Das hört man selten, das Wort Danke.
Ja, moin du. Ach nee, den Namen kenne ich doch irgendwo, Herr Pixelkritzel. Irgendwo kommt mir der Name so verdächtig bekannt vor, aus grauer, grauer Vorzeit. Ja, ja, ups, jetzt sind wir. Schau, jetzt wäre ich hier fast über rote Ampel gefahren, du. Sag mal. Also ich habe hier ein Visib, ich weiß, aber ich kann dich irgendwie zuordnen. Das war vom Tim, ne? Die Ecke. Genau, das war Tim, ne? Das könnte mich dran. Könnte ich zu mir schwören, du. Ja, lang ist her. Ich habe jetzt hier den Streaming-Kanal jetzt auch erst etwa wieder den dritten, vierten Tag lang ausgegraben. Ja, genau. Ich muss bei Gelegenheit wieder euren Teamspeak raussuchen. Insofern der überhaupt noch existiert oder Discord oder wo war man denn mal drauf? Meine existiert noch. Der TS ist down, das ist aber sehr schade. Sinkstraße. Wenn du willst, komme ich gerne mal hier auf den Teamspeak. Das ist thecrew.teamspeak.de. Sag mal, ist meine Scheibe beschlagen oder? Shiftet jetzt schon wieder. Ja, ich bin gleich da dann. Ist das Siegstraße? Nee, da rein noch nicht. Ich werde sofort reinkommen, sobald ich hier mal angekommen bin. Wie kommst du zum Stream? Ja, ich vermisste es langsam. Also, ich habe ja früher sehr häufig gestreamt, danach nahezu überhaupt nicht mehr. Und, ja. Das wollte ich mal wieder machen. Es hat mir damals Spaß gemacht. Channel switched. Microphone activated. So, ich habe mich jetzt mal hier in den Streaming-Kanal im Teamspeak rein verfriemelt. Da muss ich jetzt theoretisch noch hier beim anderen Bildschirm doch wieder den. Genau, damit ich Chat wieder mitlesen kann. Für den Fall, dass du reinkommen solltest. Ach, ich habe den Federstreicher zu. Okay. Dein TS updated. Ja, okay. Das ist kein Stress. Hallo. Ja, moin. Wie, alle keinen Fahrschein? Ich glaube, wir sollten mal wirklich ein paar Kontrolleure durchschicken. Das kann doch wohl alles nicht sein, du. Ich glaube, dazu fehlt mir der passende Dingenskirchen hier. Hallo.
Ja, Rotener Straße. Also der Eigentümer vom Teamspeak hat sich in der Zeit noch mal geändert. Aber die IP-Adresse sind nie. Die lief gleich. Das Ding lief früher auf dem Eis. Dann haben wir Ehren irgendwann aufgegeben, weil Ehren einfach nicht mehr braucht. Hat die gesagt, ach ja, mein Piratenteamspeak, der lief ja die ganze Zeit schon. Und da könnte ich doch eigentlich seine Adresse übernehmen. Ja, gesagt, getan. Seitdem ist halt mein Teamspeak dann. Aber er ist trotzdem immer noch, ist natürlich da immer noch gern gesehen, jeder ist gern gesehen. Dann hat sich nichts geändert. Leubitzer Weg. Wenn ihr updatet, habt ihr doch Bescheid. Ich glaube, in den Kanal, in dem ich hier gerade drin bin, das ist ein Teamspeak, ein Streaming-Kanal, das heißt, er ist moderated. Das heißt, ich muss dich reinziehen und danach auch noch Voice-Freigabe geben. Oh, jetzt hätte ich in den Spiegel schauen sollen, ne? Zusammenzocken sehr gerne. Kommt heute drauf an, was? So, ich habe 1,7 Minuten Verfrühung. Das heißt, ich kann jetzt mal ganz kurz gleich rüber gehen. Einmal normal, bitte. Haben wir 3,50, jetzt haben wir 4,5. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, haben wir 2,30, 2,40, 2,50, 3,5. Guten Tag. Moin, moin und moin. So, und jetzt gehen wir rüber in Teamspeak. Gucken wir mal, ob keiner guckt. Ach ja, da ist ja was. Dann machen wir das erstmal so und kaplomb. Und dann müsste man mit der rechten Maustaste eigentlich nur noch, wenn ich dazu komme, nicht Gesprächsleiter, auch nicht Beschreibung, auch nicht Lautstärke. Ja, wo ist das Ding? Ah, da. Haha, da ist es. Talkpower vergeben. Moin. Du solltest rein theoretisch sprechen können. Pixel? Theoretisch solltest du reden können. Probier das mal. Nochmal kurz den Chat rein. Nein, das war der falsche Chat. Mom am Tellen. Okay, na gut. Im richtigen Kanal sind sie schon mal. Keiner zusteigen? Ach, aber aussteigen wollen sie. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Sorry, Jungs. Die Weiße steht zu weit weg vom Bürgersteig. Landstraße.
Na, wie lange denn noch? Na, wenn es so umschildert hat, war super. Na, wieder mal kein Fahrschein. Aber ich werde hier aber auch nicht rein, Jungs, Mädels. Semmeländer Weg. Und da war die Radarfalle. Ach, hoppala. Das war eben genau der hier. So, Jungs. Guten Tag. Irgendwie glaube ich dem nicht, dass es ein Kind ist mit der Stimme. Heerstraße 438 bis 446. Sag mal, bei dem Lied schlafst du auch ein. Wie gesagt, so toll sind die Lieder nicht immer, die da kommen, aber das tut man nicht alles für eine GEMA-freie Musik, ne? Willnitzer Weg. Nicht erschrecken. Hallo. Wow, Panik. Wow. Oh mein Gott. Hilfe, oh mein Gott. Sie sind live. Hilfe und in Farbe und bunt. Ja, moin du. Ja, moin, moin. Sag mal, von euch haben wir auch nichts mehr. Wie geht's, sag mal? Ich weiß, der Tim hat sich irgendwann umbenannt in Pandaversum. Alte Leute haben nichts viel zu tun, ne? Bitte was? Ich sag, alte Leute haben viel zu tun. Ja, wer ist denn hier alt? Ja, wir alle. Ja, ihr alle, genau. Die Jugend in Person sagt mir was so über alte Leute. Ja, nee, ist klar, ne? 30. Bitte, was bin ich? Was bin ich? Nee, ich sag ich, 30, Hustus. Ja, 30. Endhalte Stelle. Bitte aussteigen. Ich bin 46, du. Erzähl du mal nichts über alte Leute, ja? In so ein alter Leute, glaubst du gar nicht. Wir sind schon wieder umgezogen. Wie? Ja, wir haben uns jetzt ein Haus gegönnt und deswegen hatten wir im letzten Jahr viel zu tun, ne? Ah, wohin seid ihr dann gezogen? Also Ort oder Stadt? Nach Hamm sind wir gezogen, wenn ihr das was sagt. Hamm sagt ein bisschen was, ja.
Ja, in der Nähe von Dortmund ist das. Ja, es. Oder Unna ist da, glaube ich, auch in der Nähe. Ja, meine ganze Verwandtschaft, die kommt ja aus NRW. Mhm. Ziemlich nah an der Arbeit von meinem Mann, weil wir waren ja relativ weit weg erst. Er musste ja immer irgendwie eine Stunde zur Arbeit fahren, das war ein bisschen doof. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir nochmal umziehen, dann entweder eine größere Wohnung oder ein Haus. Ja, ein Haus ist es geworden. Okay. Ja, weißt du, ich werde jetzt hier erstmal kurz die Fahrt abschließen und danach mal den Stream beenden. Dann können wir gleich reden. Und zwar scheint ja ein bisschen mehr, weil ich nehme an, du möchtest nicht alles im Stream breittreten. Das wird ja nachher auch noch auf YouTube veröffentlicht. Mm. Ja, natürlich. Da ist mein Archiv auf YouTube. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier das Läuft das auch über Twitch-Piraten bei dir? Das läuft alles über Twitch-Piraten, ja. Mhm. Aber ursprünglich der Gemeinschaftsstreaming-Kanal, der dann irgendwann eingeschlafen ist. Ja, genauso wie bei unseren Phoenix-Leuten. Ja, ja leider, ja. Leider. Ja, ist halt so, ne? Man hat sich mehr weniger Leute sind gekommen, ne? Man hat sich dann irgendwie dann auch zwischenzeitlich hatten wir ja auch Zank gehabt mit irgendwelchen Leuten. Oh, okay. Ja. Und dann hat man auch sich gedacht, ach, wofür den ganzen Stress, ne? Gar nicht nötig oder gar keinen Bock. So, erstmal habe ich hier gerade den Sim-Tier-Fahrgäste rausgeworfen. Jetzt wird erstmal die Fahrt abgeschlossen, wie du im Stream wahrscheinlich siehst. Erstmal raus, die alten Leute aus dem Bus schmeißen. Nee, ich bin an der Endhaltestelle angekommen und zwar pünktlich, wie du siehst. Naja. Alter, passiert sonst nicht. Welche Version Bus-Simulator spielst du da? Die nennt sich, das ist OMSI 2, das Spiel. Das ist die aktuelle und da gibt es quasi Add-on, also quasi DLC von einem Fremdhersteller. Das nennt sich Bus-Betriebssimulator. Und das ist dieser Busbetrieb, der nennt sich VWG. Also das hat ein Teilnehmer hier drin gegründet. Ja, und für die fahre ich halt quasi. Und die Kohle, die gibt es je nachdem, wie die Endsumme ist. Bei mir ist sie hier 98%, damit ist sie recht groß. Das ist dann der Euro-Betrag, davon geht hier immer kommt ein Erfahrungsbonus mit dazu. Und ein Anteil von Betrieb geht ab. Der Betrieb für 35%, dafür stellt er halt sämtliche Busse, sämtliche Karten, die Versicherung und so weiter. Ja. Cool. Und das war dann der hier. Und mit dem Schmuckstück hier bin ich gerade eben gefahren. Ja, mein Stream hängt ein bisschen. Oh, okay, sollte eigentlich nicht. Also ich habe hier doch 24 ausgelassene Frames. Ich weiß aber nicht genau, warum. Ja, das ist, wir haben hier Holzleitungen, also das Nein, bei mir im OBS sind ausgelassen. Jetzt sehe ich erst deinen Bus, deinen wunderschönen grünen. Ah, ja, guck mal, wie lange das dauert, ne? Also der Bote mit der Diskette ist unterwegs, oder? Jetzt sehe ich, wie du gerade zum Ausgang läufst. Ah. Und jetzt, wie du dich umdrehst und wieder zum Bus gehst. Nee, nicht zum Bus, weil ich bin falsche Richtung rausgerannt. Nee, aber damit du mal so ungefähr weißt, dass ich ziemlich hinterherhänge mit dem Stream, also das ist übel. Okay. Dann stehst du gerade bei mir am Baum draußen vor der Halle. Okay, ja. Deswegen. Sehr lustig. Punkte habe ich diesmal keine bekommen, das ist schade. Ah, eine Rechnung habe ich. Also für Rechner wieder. Oh, wieder mal geblitzt worden. Oi, bist du schnell gefahren. Ja, 56 statt 50. Ja, komm, die 35 Euro, die bezahle ich, das geht. 5 km/h Toleranzgrenze. Nein, haben wir hier in der Simulation nicht. Außerdem wären es nur 3 km/h Toleranz. Es sei denn, du fährst über 100, dann wären es 3% Toleranz. Aber wenn du mir einen Bus zeigst, der über 100 fährt, dann bist du gut. Die regeln nämlich alle bei 100 ab. So, ich würde jetzt erstmal sagen, ich verabscheue mich aus dem Stream. Und verabscheue? Ja, ich verabscheue mich. Okay. Und danke den Leuten, die zugeschaut haben. Und danke auch den Leuten, die gefollowt haben. Das finde ich nett. Das finde ich super. Lasst mal ein Like da. Ja. Und klingel die Glocke. Ja. Dankeschön. Da gibt es diese Plüm bei mir, dieses Symbol hier, Dingenskirchen. Mhm.
Und deswegen würde ich sagen, kommt jetzt nochmal kurze Musik und ein bisschen Endcredits und danach ist der Stream vorbei. Dann bin ich vielleicht heute tagsüber nochmal da. Das waren ja immerhin jetzt gerade eben 2,5 Stunden, die ich hier Bus gefahren bin heute Morgen. Macht das jetzt jeden Tag irgendwie ein bisschen was. Gestern kam ich nicht dazu, aber heute wieder. Na gut, dann ja, bis neulich. Just did it all around.